Yeah? Was für Specials hast du eigentlich? Das Einnehmen einer vorsichtigen Position mit dem großen Schild reduziert den erhaltenen Schaden von Fernkampfwaffen wie auch von Angriffen, die auf Reflexe zielen. Wenn diese aktiv ist, kannst du dich nicht bewegen. Fehlschläge des Feindes gegen den Träger haben eine Chance, einen Frostangriff als Vergeltung auszulösen. Okay. Durchschlagskraft auf Kosten der Erholungszeit. Ja, wäre nicht schlecht. Verschaffe den magischen Geschossen des Arkanen Zerstörer seine Superladung. Dadurch verursacht jeder Schuss zusätzliche Wuchtzersetzungsschaden. Dies geht auf Kosten der Geschwindigkeit beim Nachladen. Zusätzliche Zauber können zusätzliche Wirkung hervorrufen. Okay. Pulververbrennung. Hm. Was ist mit Xorti? Störende Hiebe. Oder verwende deinen kleinen Schild, um Angriffe mit Nahkampfwaffen auf Kosten der Erholungszeit besser abwehren und kontern zu können. Wenn du von einer Nahkampfwaffe verfehlt wirst, erhöhst du erhöhte Genauigkeit für deinen nächsten Waffenangriff. Hm. So, machen wir mal die Tür hier auf. The defiler before. We will do so again. Ja. Und nach einer, der vom schändlichen Schnitter verschlungen wurde, ein weiterem, dem die ewige Flamme geraubt wurde. Denke nicht mehr über diese Niederlage nach, Sekrov. Margran hat in den Weiten bereits einmal besiegt. Wir werden das wieder tun. Ist die Frage, wie böse seid ihr uns gesonnen? Kith trespasses in the goddess's moor. But how? Gestandene, die unerlaubterweise den Rachen der Göttin betreten, aber wie? Die riesige Kriegerin türmt sich erzürnt vor dir auf. Ihre dicken Muskeln zucken und rote Zeichen glühen heiß auf ihrer aschfahlen Haut. You must seek to follow in your defiler god's footsteps. You will not, for I will smite you where you stand. Du musst danach trachten, den Fußstapfen des entweihenden Gottes zu folgen. Das wirst du nicht, denn ich werde dich da niederschmettern, wo du stehst. Brünn schwingt sie ein massives Schwert über ihrem Kopf. Aber ein zweiter Riese stößt die flache Seite seines Eisenstabes in den muskulösen Bauch der Kriegerin und stoppt ihren Angriff plötzlich. Hold, Sagar! I would speak to this filthy minion of the wretched god Aethys. Halt, Sekrov. Ich werde mit diesem schmutzigen Untergebenen des erbärmlichen Gottes Iotas sprechen. Before you char his bones to dust. Bevor du seine Knochen zu Staub zermalmst. Ja, der Gott in der Statue dort hat mich gebeten, ihn hier zu treffen. Ich bin gekommen, um mit ihm zu sprechen. Ich bin kein Freund von Eotas. Er hat ein Stück meiner Seele gestohlen und ich will es mir zurückholen. Ich habe nichts mit eurem Gottproblem zu tun. Was geht es dich an? Weißt du, der Gestandene kann dich hören. Die erste Riesin umklammert ihr Schwert nur so fest, dass ihre Fingerknöchel weiß werden. Ihre Muskeln spannen sich an und das Metall zittert in ihrer Hand. Rekir, move! We cannot allow these intruders to live. Rekir, beweg dich. Wir können diesen Eindringlingen nicht erlauben, am Leben zu bleiben. Und wieder stößt sie das Schwert hoch nach oben. Mit einem Zucken seiner fleischigen Schultern tritt er zur Seite. Iota, da fehlt ein S. Iotas hat die Seelen deiner Krieger verzehrt. Aber ich stand ihm bereits gegenüber und stehe immer noch. Iotas möchte sich möglicherweise an euch mal Graniten rächen, aber ich habe nichts damit zu tun. Deine Wut sollte für Iotas brennen, nicht für mich. Ich will nicht mit dir kämpfen, aber ich muss mich um Iotas kümmern, egal was es kostet. Nehmen wir mal die 1 und sind direkt. Mit angespannten Schultern sieht die Kriegerin sich die verstreuten Leichen seiner Ratu-Waffenbrüder an. Ihrer Seele beraubt liegen sie da wie ausgestreckte Hüllen. What would you have of me, puny Kith? Was wünschst du von mir, kümmerlicher Gestandener? Ja, ich mache mir Sorgen, dass Magran plant, diesen Vulkan zum Ausbruch zu bringen. Wenn ihr bleibt, werdet ihr sterben. Er zuckt schwer mit seinen fleischigen Schultern. Our duty is foremost to Margaret. We guard the moor to its fiery end.
Unsere Pflicht besteht in erster Linie gegenüber Magram. Wir bewachen den Rachen bis zu seinem feurigen Ende. Wie kann ich Iotas erreichen? All who neared the intruder god were gutted until extinguished. You think your soul could last even half so long as Rathoon's? All die sich dem eingedrungenen Gott genähert haben, wurden ausgesaugt, bis sie ausgelöscht waren. Glaubst du wirklich, deine Seele würde auch nur halb so lange wie die eines Rathoons überdauern? Maybe the kids will last longer. Vielleicht hält die des Gestandenen länger durch. Sie schnaubt, aber der andere Krieger ignoriert sie und antwortet an ihrer Stadt. Only Margrin's shrine with our jacket keep can lead you to the Defiler God. Kith, if Margrin wishes you to face him, surely she will fire the way. Nur Margrin's Schrein in unserer zerklüfteten Festung kann dich zu dem entweihenden Gott führen. Gestandener, wenn Margrin möchte, dass du ihm gegenübertrittst, wirst sie dir den Weg bestimmt befeuern. Ihr plant, Iotas anzugreifen? Zuerst bergen wir die Verwundeten und ihre Waffen, schleppen sie in die zerklüftete Festung. Er nickt. Und dann werden wir einen Gott töten. Er schlägt sich mit der flachen Seite seines Schwerts auf die Brust und grinst sich protzig an. Dann lebt wohl. Sehr grof. Ja. Der eine sagt, Sekhov, hilf mir mit den Leichen, aber pack diesmal vorsichtiger an. Da kann man nichts machen, Rick, hier. Diese Gefangenen sind einfach zu spröde. Ein rautanisches Wort, das so viel wie unerfahrene Kriegerin bedeutet. Und Sekhov? Das rautanische Wort für einen erfahrenen Krieger. Ist es nicht gerade umgekehrt? Ja, ich könnte von denen stehlen. Oh, die haben auch schöne Mörser hier. Ja, vor allem, weil ein Flammenrufer ein bisschen mehr sein sollte als eine Vorhut. Wahrscheinlich sind da die Erklärungen für die beiden Worte vertauscht worden, mal wieder. Kann ich mir gut vorstellen. Should we be concerned about that? Ain't the volcanoes in Margrin's teeth supposed to be inactive? I got a bad feeling this one's waking up. Sollten wir uns deswegen Sorgen machen, fragt Arlov. Und so die fügt hinzu, sind die Vulkane immer ganz zähnig eigentlich erloschen? Ich habe das so ein mieses Gefühl, dass der hier gleich ausbricht. So, was haben uns die Rathoon sozusagen gehabt? Mit dem Kriegsherrn der Rathoon, dem Bator, in seiner zerklüfteten Festung zu sprechen, gibt mir vielleicht Zugang zu Iotas. Als Iotas den aschgrauen Rachen stürmte, erzog er vielen Rathoon ihre Seelen. Die Rathoon sind eine Glaubensgemeinschaft, die aus Magranitfeuerriesen besteht und im Vulkan leben. Ich bin näher an Iotas dran, aber ich kann keinen klaren Weg zur Adrasäule in der Mitte des Rachens erkennen. Ich werde in der Festung der Rathoon die zerklüftete Festung danach suchen. Ja, was sagt die Karte? Ja, wir sind jetzt hier unten. Die zerklüftete Festung, Hort der Uralten. Also wir sind ein bisschen näher an Iotas dran. Der steht da rum. Ich weiß nicht, bewegt er sich oder kommt das von dem Hitzeflacker, dass er so leicht sich hin und her bewegt? You ain't leading us into certain death, are you, Captain? Du führst uns doch nicht in den sicheren Tod, oder, Captain? Flammenfledermaus. Hey, watch out. Yeah. Oh, Jungdrache. That's it. Oh, auf Xodi ist intensive Hitze gewirkt. Löse mal ein bisschen auf, Seraphin. Das war der Jungdrache. Und das war diese Feuerfledermaus. Oder Flammenfledermaus. Schuppen.
Tiefe Stille vor Unstalten, die Rüstung und das Fleisch dieses Rad tun. Okay, ist jetzt die Frage, will ich erst hier zum Hort der Uralten gehen? Oder erst in die Ratun-Festung? You spend your whole life thinking you're a giant. And one day that fella shows up at your fortress. That was awfully profound. Der meint, da denkst du dein ganzes Leben lang, du wärst ein Riese, und dann kreuzt plötzlich dieser Typ da vor deiner Festung auf. Das war schrecklich tiefsinnig. Ja, was steht hier? Loser, staubengezackte Felsbrocken liegen in dem zerfallenen Abschnitt dieser Brücke. Ja, zur zerklüfteten Festung. Okay, langer unheimlicher Gang. Die ist auch etwas größer, die zerklüftete Festung. Und sie brennt ein bisschen. Ratum-Plünderer, okay. Das Tor ist verschlossen. Das Tor könnte in die Haupthalle führen. Sollte es eigentlich. Macht am meisten Sinn. Den Plünderer lassen wir einfach mal da links liegen. Also ganz ehrlich, das hier sieht fast aus wie eine Falle. Aber ist keiner, gut. Who's right primed for a bashing? Was? Na, wer hat schon richtig Bock auf die Schlägerei? Nur ein Heiltrank. Beeil dich, die Brentins wird bald zurückkehren und den Angriff verkünden. Die Ratun bereiten gerade einen Angriff auf Eotas von der zerklüfteten Festung aus vor. Bevor sie damit anfangen, erwarten sie die Rückkehr der Priesterin, der Brentis. Ah, eine Blitzbombe. Okay, an den Ratun will ich erstmal nicht vorbei. Vielleicht können wir mit ihrem König, Häuptling oder anderem Anführer, was auch immer es ist, reden, bevor wir uns mit den Ratun hier anlegen. Wäre mir gerade nämlich sehr viel lieber. Geh mal ganz dezent an dir vorbei. Okay, wir kommen nirgends durch. Oh. Ratun-Fanatiker. Sehr viele Ratun. Can't make a dent.
Ich lade lieber mal neu, weil aus... So ist das ein bisschen zu viel des Guten. Und der erste Ratumplünderer, der da so rumgestreunt hat, der hat uns nicht angegriffen. Vielleicht können wir mit dem reden und die anderen Ratunen fressen uns da nicht.